Wir in der Gemeinde Zandt im Landkreis Cham sehen wir uns als die blühende Gemeinde, haben uns dieses Motto gegeben, möchten diese Blüten nach außen transportieren und bei uns blüht es wirklich an allen Ecken und Enden. Wir haben in unserer Gemeinde über 100 einzelne Blühflächen, von der 5 Quadratmeter Fläche bis zur 5 Hektar Blühfläche. Wir haben über 100 Obstbäume gepflanzt in der Vergangenheit. Wir haben im letzten Jahr 50 Vogelhäusl aufgehängt mit den Kindern. So ist das, was wir da so betreiben. Ein ganz wichtiger Punkt in unserem Projekt ist die Zusammenarbeit zwischen den Imker und den Landwirten. Die Landwirte brauchen ja die Imker, weil die Bienen ihre Früchte bestäuben müssen. Und die Imker brauchen die Landwirte, weil die Landwirte entsprechende Strukturen schaffen, wo dann wieder die Bienen und damit die Imker profitieren. Die Jägerschaft spielt in unserem Projekt auch eine sehr wichtige Rolle, weil es uns neben den Insekten und den Bienen natürlich in gleicher Weise um Feldhase, Fasan und Rebhuhn geht. Ganz wichtig ist uns in unserer Gemeinde, dass wir diese Botschaften, die wir da vermitteln wollen, an unsere Kinder weitergeben, weil wir möchten einfach die Kinder wieder viel stärker zur Natur hin prägen und machen wir da viel so umweltbildungsmäßig, sind mit den Kindern im Wald, sind mit den Kindern an die Blühflächen, säen mit den Kindern entsprechende Flächen an, einfach, dass wir das in die Köpfe der Kinder reinkriegen. Der Preis erfüllt mich schon mit Stolz und ist unsere große Freude, weil wir machen ja das alles ehrenamtlich. Unsere Protagonisten, über 100 Leute sind da mittlerweile beteiligt, kriegen eigentlich nur Gottes Lohn für das Ganze. Und da ist halt so ein Preis schon eine große Anerkennung, weil man anfangs natürlich auch belächelt wird mit so Maßnahmen, wenn man das macht. Und da kriegt man eigentlich die Bestätigung, dass man eigentlich ganz richtig dran ist. Nicht nur wir können in unserer Kommune was tun, sondern auch andere Kommunen können in dieser Richtung arbeiten. Weil wir der Meinung sind, dass jeder was für die Natur tun kann.